Where they strung up a man, they say, who murdered three. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree? Where a dead man called out for his love to flee. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where a necklace of hope side by side with me? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where they strung up a man, they say it murdered me? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Einen schönen guten Abend zur Night of the Proms 2015. Und das ist unser Heimspiel in der Hauptstadt der Proms, in der Münchner Olympiahalle. Schön, dass ihr dabei seid. Darf ich euch die Hauptdarsteller des heutigen Abends vorstellen, unsere Musiker, unsere Electric Band. Die Backing Vocals, die Pretty Vanillas. Ihr Lieblingsorchester, Il Novecento. Unter der Leitung des magischen Maestro Robert Rollo. Meine Damen und Herren, die Night of the Proms. Das ist jedes Jahr etwas Außergewöhnliches. Wir versuchen auch heute den Abend mit etwas ganz Verrücktem zu beginnen, nämlich mit einem interaktiven Guten Abend. Sie begrüßen Ihren Nachbarn zur Rechten. Ich sage Guten, Sie sagen Abend, ja? Guten. Das hat schon sehr schön geklappt. Und nachdem Sie sich jetzt kennengelernt haben, können wir jetzt intensiver Körperkontakt aufnehmen. Wenn Sie sich mal alle einhaken, zur Linken und zur Rechten, und dann langsam in Wallung geraten.
Langsam in Wallunger. Das sieht schon sehr schön aus. Das ist aber nur Plan B. Plan A ist Walzer tanzen. Und während des nun folgenden Intros haben Sie ausreichend Gelegenheit, zum einen einen Partner zu finden, zum anderen eine geeignete Tanzfläche aufzusuchen, meine Damen und Herren. Wir meinen das ernst. Sie bewegen sich in einer Tour und die anderen tanzen Walzer, meine Damen und Herren. Und zwar zu Tschaikowskis Blumenwalzer.
Das Orchester Il Novecento. Eine wunderschöne Tradition und ein wunderschöner Walzer für die jüngeren Zuschauer. Das war Let's Dance Live. Wenn ich über Singles spreche, muss ich ganz vorsichtig sein in der Single-Hauptstadt München mit 54% Singles, Tendenz zunehmend. Darum geht es aber gar nicht. Wenn ich an Singles denke, dann denke ich an kleine Schallplatten. Und drauf sind die größten Hits. Das gibt's gar nicht mehr. Die sind alle im Internet, also alle Singles. Und was die einen Singles und die anderen Singles gemeinsam haben, man weiß oft nicht, wer sich wirklich dahinter verbirgt. Wenn Sie unsere nächste Künstlerin gleich sehen, dann werden Sie nicht nur merken, dass sie ganz viele wunderbare Singles hatte, sondern dass vieles in echt einfach viel schöner ist als im Internet oder auch im Radio in Bayern 1 oder in Bayern 3. Begrüßen Sie nicht nur die schönste Stimme Norwegens. Hier ist Maria Mena. You self-destructive little girl, pick yourself up, don't blame the world. So you screwed it, but you're gonna be okay. Now call your boyfriend and apologize. You pushed him pretty far away last night. He really loves you, you just don't always love yourself. You guys look incredible. I have to tell you, at this very moment right now, I feel like the luckiest person on earth. Thank you so much for having me.
My name is Maria Mena, for those of you who don't know, and I am a singer from Norway, and I am really, really, really thankful that I get to play with this incredible orchestra. You guys, give them an applause, they're amazing. Now, I'm gonna let you in on a little secret. The German audience is my favorite. There's something about your love for music. I really feel your energy when I'm on stage, so thank you so much. And when I'm touring Germany, I've taught myself, not taught myself, I've learned a couple of German words. I can say Dankeschön. I can say Ich liebe euch. And I can say Glühwein. And so I thought it's only appropriate that I tell you guys how to say something in Norwegian. So please repeat after me. Say, jeg elsker deg. You just told me you love me. Thank you so much. I love you too. All right, guys, this is the last song I'm gonna do. It's called Just Hold Me. Thank you. As I am, I need your reassurance that comfortable as you are, you count the days. But if I wanted silence, I would whisper. Rejection, I'd audition. If I didn't love you, you would know. And why can't you just hold me? And how come it is so
Dankeschön. Seit heute hat sie noch mehr Fans in Bayern. Maria Männer! Jedem Jahr steht ein Solist im Mittelpunkt der Night of the Proms. Und in diesem Jahr ist es ein außergewöhnlicher Tenor. Er kommt aus Puerto Rico und er hat gerade einen Vertrag unterschrieben bei dem Klassik-Label weltweit, bei der Deutschen Grammophon. Und damit ist er auf dem Olymp. Und unser Klassikstar bei den Proms 2015, hier ist Fernando Varela.
Ein außergewöhnlicher Chor hat die Night of the Proms 2015 eröffnet. Glockengleiche Stimmen, die Pop- und Indie-Songs ganz neu interpretieren und damit um die ganze Welt touren. Die Kolaschny-Brüder und ihr Chor. Hier ist Skala. Klassiker der Rockmusik als Chorgesang mit Skala. Er ist auch ein Klassiker der Rockmusik. Er hat überall auf der Welt mit Tina Turner gespielt. Er hat mit Joe Cocker gespielt und mit den Rolling Stones. Aber am meisten spielt er mit uns. Hier ist Mr. Proms.
Hier ist John Miles. I just close my eyes and swear.
Mr. Proms, John Miles! The Night of the Proms ist wie eine Klassenfahrt, nur ohne Lehrer. Das sagt einer der Stars, die in diesem Jahr mit auf dieser außergewöhnlichen Deutschland-Tour unterwegs sind. Alle fahren in einem Bus von Stadt zu Stadt und irgendwie hat man das Gefühl, sie würden sich schon seit Ewigkeiten kennen, auch wenn sie sich bei dieser Tour das allererste Mal gesehen haben. Über den deutschen Star der Proms 2015 sagt John Miles, der hat das Zeug dazu, ein ganz großer internationaler Star zu werden. Und das ist mindestens genauso viel wert wie 3 goldene Schallplatten, die er 2015 gewonnen hat. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit einem Riesenapplaus den deutschen Künstler der Proms 2015. Hier ist Johannes Oerling. Die Luft, sein Lauf über die Kuh. Alles weg, oh ja.
Vielen Dank, München. Vielen, vielen lieben Dank. Und das ist das Schöne an Night of the Proms. Ich kann jetzt nach hinten ein bisschen Luft holen, nehme mir ein Bier, stelle mich zu euch und kann die anderen Künstler gleich beobachten. Denn ich gebe vorerst den Staffelstab weiter an ein Duett gesungen von Michel von der Ketterei und Fernando Varela. Tschüss. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come mai, entrata dentro c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. I have a love the same as you, one that I know will never leave me. It doesn't matter what I do, I know this love will never deceive me. It doesn't matter how I go, all of these fears I know, and now it's here to make me love again. È una musa che I'm not afraid to die.
Julia van der Ketterey und Fernando Varela. Liebe Festgäste, es ist Zeit für die alljährliche repräsentative Umfrage bei der Night of the Proms und dazu brauchen Sie unbedingt Ihre Lämpchen, meine Damen und Herren. Wie viele der anwesenden Promser sind weiblich? Mal ganz kurz. Sehr schön. Wie viele der anwesenden Promser sind verheiratet? Sehr schön. Wie viele der anwesenden weiblichen Promser sind Single? Einfach mal dagegen. Lassen Sie ein bisschen länger an, dass ich mir merken kann, wo Sie stehen. Und jetzt die schonungslose Frage an alle liierten Damen. Wer von Ihnen glaubt, dass Ihr Partner Ihr Lieblingslied kennt? Mit dem nächsten Lieblingslied, meine Damen und Herren, liegen Sie nie verkehrt, denn das ist ein Lieblingslied von uns allen, mit dem wir ganz wunderbare Kindheitserinnerungen verknüpfen. Es ist die Geschichte einer großen Freundschaft zwischen zwei Männern, zwei Brüdern, und einer von ihnen ist in diesem Jahr gestorben. Aber mit der Filmmusik wird er für immer weiterleben. Maestro. Thank you.
So jetzt. Ein bisschen langsamer. Bisschen leiser. Okay. Lichter an, alles, Hände, folge mir. Schön, fantastisch. Talking loud and clear, saying just what I feel. Lying in the grass with the sun on our backs. Doesn't really matter what we do or what we say. With every little movement, we give ourselves away. Opposite and opposite decisions are reversed. Facing one another with words that couldn't hurt. With every little word, you're getting closer to me. Talking loud and clear, saying just what you feel today. To be near you,
Okay, jetzt geht's los. Come on! Okay. Jetzt schneller, lauter. Come on! We'll be right back.
Kowalski und Paul Humphries sind OMD! Danke! Danke! Thank you! Über 200 Menschen sind mit der Night of the Proms auf Tournee. Und was diese ganzen Menschen und Musiker abends machen, davon können Sie sich jetzt ja ein wunderbares Bild machen. Wenn Sie mal interessiert sind, was die tagsüber machen, dann sehen Sie ein bisschen was auf unserer Facebook-Seite und bei Twitter. Da können Sie zum Beispiel sehen, dass die Beach Boys bei den Surfern waren am Eisbach im Englischen Garten, wie Andy McCluskey Deutsch spricht oder wie unser deutscher Star so am Tag unterwegs ist und er wird seinen Freunden in Hamburg als St. Pauli-Fan erstmal erklären müssen, was er in der Arena beim FC Bayern München gemacht hat. Vielleicht erklärt er Ihnen den kleinen Ausflug in die Arena jetzt gleich selbst. Hier ist unser deutscher Star der Proms 2012. Hier ist Johannes Oerding. Es ist eigentlich ganz einfach. Ich wollte wenigstens einmal diese Saison guten Fußball sehen. Im Moment ist traurig in Hamburg, traurig, traurig. Weitere traurige Geschichten habe ich aufgeschrieben, die ich erlebt habe als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener. Aber Auslöser für diesen Song war ein Zeitungsredakteur aus Bayern, aus Augsburg. Da habe ich mal ein Konzert gespielt vor 7 Jahren und ich kam von der Bühne und dachte, das wäre das beste Konzert gewesen, was jemals stattgefunden hat. Bis ich am nächsten Tag die Augsburger Allgemeine aufgeschlagen habe und feststellen musste, es war das schlimmste Konzert der Welt. Der fand alles scheiße. Gesang, Musik, Schuhe, Gesicht, der mochte mich einfach nicht. Ich habe mich ein bisschen gerecht, ich habe ihm eine kleine Strophe geschrieben im nächsten Song. Aber sollte er heute Abend hier sein, ich weiß nicht, wir können nochmal bei Null anfangen. Freigetränke für dich, Süßigkeiten, Tänzerinnen hinter der Bühne, alles für dich da. Wir schaffen das, wir schaffen das. Der Song heißt Traurig, aber wahr. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich jeder von euch heute Abend schon mal in der einen oder anderen Strophe wiederfinden wird. Kinder, Erwachsene, einfach alle. Pass auf, traurig, aber wahr. Dass wenn ich abends Applaus krieg und danach dann zu Haus lieg, keiner da ist, meine Lieder singt und Fotos mit mir will, war mir nicht klar. Es ist traurig, aber wahr. Oh ja. Und dass es nur eine Nacht war, alles nur so zum Spaß war, dass die Handynummer, die sie mir gab, doch die falsche war, wurde mir dann klar. War falsch. Es ist traurig, aber wahr. Oh, yeah. Das Ende ist am Anfang leider nie vorhersehbar. Traurig, aber wahr. Redakteur, der selber gern Musiker wär, hatte früher mal ne Band, die außer ihm sonst niemand kennt, war keiner da. Das ist traurig, aber wahr. Oh, yeah. Das Ende ist am Anfang leider nie vorhersehbar. Traurig, aber wahr. Thank you.
Das habe ich bei Florian Silbereisen gelernt. Immer schön ins Publikum gehen. Servus. Servus. Ich nehme euch mit in die Schulzeit. 7., 8. Klasse ungefähr. Pass auf. Die erste Klassenfahrt war toll, doch irgendwie verhängnisvoll. Denn dass man Wodka, Wein, Tequila, Bier und Rum nicht mixen soll, war uns nicht klar. Du kennst das. Das ist traurig, aber wahr. Oh ja. Yeah. Und dass dieser harmlose Kuss direkt bei Facebook landen muss. Und dass das Mädchen auf dem Foto von meinem Chef die Tochter ist, war mir nicht klar. Der Job war eh nur für ein Jahr. Dankeschön. München, und man kann es nicht oft genug sagen, dass ich jetzt hier oben stehe mit Songs, die ich irgendwann mal auf der Gitarre alleine zu Hause einsam auf dem Sofa geschrieben habe. Ja. In Unterhose. Dann wird's richtig tragisch. Dass ich jetzt hier oben stehe mit diesen Songs und so eine Schubrakete im Rücken habe, deshalb auch von meiner Seite nochmal ein Dankeschön, danke an Il Novecento, der Leiter von Robert Grollo. Ihr seid großartig! Und als ich angerufen wurde, dass ich bei den Proms mitmachen darf, habe ich mir so die Namen abgeguckt, wer da so bei ist. Bei einem bin ich hängen geblieben. John Miles, da war irgendwas. Mit 14, mein erster illegaler Download, war ein Song von John Miles. Dann habe ich ihn vor 2 Wochen getroffen. Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich mir gleich am nächsten Tag die komplette Millennium Edition gekauft habe von John. Ich hoffe, ich konnte das wieder ein bisschen gut machen. Sorry, John. Und eins möchte ich auch noch sagen. Wir kommen hier heute raus und von Anfang an seid ihr am Start. Ihr klatscht an den richtigen Stellen, ihr hört an den richtigen Stellen zu, ihr singt mit. Ihr seid einfach ein perfektes Publikum. Vielen, vielen Dank, München. Wir fühlen uns wie zu Hause und deshalb passt der nächste Song auch sehr gut. Der heißt Heimat. Dein Gesicht, es spiegelt sich in Regenpfützen. Ich sogar grau kannst du gut sagen. Und wenn ich wieder mal nicht in deiner Nähe bin, dann wartest du mit offenen Armen. In deinen Straßen kann ich mich so wunderbar verlieren. Und was immer ich grad suche, ich find es hier. Oh, Heimat, schön, wie du mich anlässt. Du bist immer da, wenn ich keinen zum Reden hab. Sag dich immer, immer bei mir, so wie ein Souvenir. Oh ja. So wie ein Souvenir. Oh, oh ja. Du und ich, nachts allein. Tanze ich mit dir.
Welt auswendig. Und du weißt viel zu viel von mir. Mal bist du laut, mal bist du leise. Mal müde, doch nie allein. Und wenn du willst, kannst du mich wärmen oder eiskalt sein. Oh. Danke fürs Zuhören und danke für die Gänsehaut. Das war auch eure Schuld. Danke, München! Waiting for the sun.
Dankeschön. Der Pop-Tenor Fernando Varela. Die Night of the Proms, das ist ein festes Ritual in der Vorweihnachtszeit für ganz viele von euch, für uns alle. Und deswegen gibt es das erste interaktive Night of the Proms Weihnachtsgedicht. Seid ihr bereit? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Eins. Fang nochmal an. Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann alle. Und alle anlassen, das ist die Festbeleuchtung für die Hymne der Night of the Proms. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. To live without my music would be impossible. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, music of the past, and music of the past.
Thank you.
der Weltmeistersong mit Scala. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was jetzt kommt, ist Musikgeschichte. Sie sind Legenden. 1961 begann ihre einzigartige Karriere vor mehr als 50 Jahren. Sie haben weit mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft und Nummer 1 Hits überall auf der Welt. Aus California, USA, The Beach Boys! Since you put me down, I've been up doing in my head. I come in late at night, and in the morning I just lay in bed. Rhonda, you look so fine, and I know it wouldn't take much time for you to help me round, help me get her out of my heart. Help me round, help, help me round, 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 help me round. Get around, I get around, get around, round, round, I get around. Getting real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. Oh,
never been beat, and we never miss yet with the girls we meet. None of the guys go skinny, cause it wouldn't be right to leave the best girl home. What a fantastic audience. What a great crowd. Thank you. We are so happy, so honored to be a part of the Night of the Proms here in Munich tonight with this beautiful orchestra and all the other great performers. It's a wonderful evening for us, and I hope you too. Thank you. And right now, with the help of the orchestra, we want to do two songs from our Pet Sounds album. We come on the sloop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broken. The first one.
Barbarian. You got
awful clothes she wears, and the way the sunlight plays upon her hair. Softly smile, I know she must be kind. When in her eyes, she goes with me to a blossom world. I'm picking up the vibration, she's giving me excitations. I'm picking up. Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good vibrations.